Ja, willkommen zu meinem neuesten Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es mal um das Thema Radar-Blitzerwarnung. Was hat es damit auf sich? Wie ist die rechtliche Situation? Dazu habe ich dieses schöne Testgerät bzw. dieses schöne Warngerät von der Firma ONU. Und da möchte ich euch doch gleich mal zeigen, was es damit auf sich hat, wie das funktioniert und dann guckt man natürlich auch mal, wie sieht das rechtlich aus. Immer starten wir mit einem kleinen Unboxing. Dieses wunderschöne Teil ist hier heute per Post zu mir gekommen. Der Hersteller war so lieb und hat mir das kostenfrei zur Verfügung gestellt, damit ich das mal testen kann. Das möchte ich hier nicht unerwähnt lassen. Denn ich war da sehr interessiert an, jetzt muss ich hier diese komischen Kleber aufmachen, an einem Test, denn es hatte mich dann schon beeindruckt. Denn wir reden hier in der Tat von einem kleinen Button sozusagen, von so einem Mini-Button hier, den ich in mein Auto kleben soll, um dann tatsächlich damit fahren zu können. Und der Button ist hier, wie ihr seht, nicht besonders groß. Reagiert auf Klicks. Ah, ist immer schon. Der hat gerade grün kurz aufgeleuchtet und kann dann an beliebige Stelle am Fahrzeug angeklebt werden. Und das wollen wir uns natürlich anschauen. Ich teste ja bei meinen ganzen Verfahren auch immer, wie innovativ ist das oder wie leicht ist dieses Ding da anzuwenden. Und hier ist es so, dass wir einen prominenten Partner dabei haben, nämlich, ja, ist leider unscharf, das ist blitzer.de. Blitzer.de versorgt für den Raum Deutschland die Infrastruktur sozusagen. Irgendwo müssen die Warnungen hierher kommen und ich weiß nicht, ob ihr blitzer.de kennt. Blitzer.de ist so aufgebaut, dass dort von User für User Warnungen eingespielt werden von Blitzgeräten, aktuellen Unfall- und Gefahrensituationen und dann können andere davon partizipieren. So, und ich soll als erstes die ONU Connect App herunterladen und den Anweisungen folgen. Das mache ich dann nochmal eben und melde mich sofort wieder. So, die ONU Connect App zu finden war nicht schwer. Da gibt man im Prinzip dreimal O ein und dann wird die schon vorgeschlagen. Ist ja ein besonderer Name. Ich zeige euch direkt mal gemeinsam, wie wir hier klarkommen. Willkommen bei ONU, hinterlasse deine E-Mail. Und wir senden dir Tipps und Tricks und so weiter. Das können wir natürlich machen. Ich kann mal gucken, ob das auch ohne geht. Das wäre benutzerfreundlich. Das geht natürlich nicht. Also geben wir mal einer meiner E-Mail-Adressen da ein. Und da war noch ein Leerzeichen zu viel. Los geht's. Alle Damm sammeln unsere Daten. Um dich vor Blitzern und Gefahren in der Nähe zu warnen, benötigen wir deinen Standort. Bitte wähle immer erlaubt zulassen, um präzise Warnmeldungen zu erhalten. Das wollen wir doch jetzt mal gucken. Immer erlauben. Also es ist so, dass ja Benachrichtigungen soll ich jetzt auch noch erlauben, dass von dem Telefon oder dem iPhone in der Regel ja sowieso zusätzlich der Standort immer festgestellt wird. Zig Apps greifen auf den Standort zu. Das heißt also, wir werden jetzt hier nicht, aus meiner Sicht, nicht zusätzlich unser Telefon bemühen, sondern die Daten stehen ja eh noch immer zur Verfügung. Das werden wir natürlich am Ende mal sehen, in der Nutzung. Wir haben ja so Nutzungsdaten, die wir am Telefon auslesen können. Das gucken wir uns dann zusammen natürlich mal an, vielleicht irgendwann mal. Aber die Frage, die sich jetzt stellt, wird mein Telefon dadurch schneller leer oder nicht? Wahrscheinlich geringfügig. Ich denke nicht in dem Maße, dass jetzt hier irgendwelche Probleme entstehen, weil, wie gesagt, der Standort wird
von den verschiedensten Apps sowieso genutzt und vom Telefon auch selber genutzt. Somit greifen wir hier auf bestehende Daten zurück. So, jetzt steht hier fast geschafft. Bitte aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion in deinem Smartphone. Ohne funktioniert nur mit eingestelltem Bluetooth. Das haben wir natürlich immer an. Energiesparen. Nur noch ein Schritt. Bitte stelle sicher, dass dein Smartphone nicht in Energiesparmodus befindet. Das bezieht sich wahrscheinlich auf Android-Telefone, denn obwohl wir haben bei Apple ja auch den Energiesparmodus, fällt mir gerade ein. Wenn der Akku unter 20% sinkt, dann kann man den aktivieren und dann werden nämlich genau solche Dienste wie zum Beispiel diese Speicher- bzw. Akkufressende Hintergrundaktualisierung, die wird dann nämlich abgeschaltet. Okay, also das funktioniert dann nicht. Gut zu wissen. So, jetzt sollen wir Bluetooth aktivieren. Bitte lege Ono und Smartphone nebeneinander und drücke die große Ono-Taste 5 bis 7 Sekunden. Das machen wir doch mal. Ich zeige euch das mal hier. Vielleicht können wir da ja irgendwelche Aktivitäten sehen. Okay, da haben wir jetzt in der Tat eine Reaktion. Der Ono hat doppelt geblinkt, es hat geklingelt und wir haben jetzt sofort die Verbindung hergestellt, ohne weiteres Fragen. Und jetzt steht hier schon, die Verkehrsinfo wird aktualisiert. Schön, jetzt sehen wir hier Warnungen in meiner Nähe. Denn hier geht es natürlich nicht nur darum, vor Radar zu warnen, das ist dann ein netter Nebeneffekt, sondern auch vor Staus oder gefährlichen Situationen. Das ist natürlich grundsätzlich super. Im Radius von 10 Kilometer. So, jetzt habe ich hier noch so ein Zeitbild, kann ich noch machen. So, Ono warnt dich mit Ton- und Lichtsignal vor Blitzern und Gefahren in deiner Nähe. Mach mit und hilf auch anderen Ono-Nutzern. Tippe deinen Ono einmal an, um einen Blitzer zu melden, oder bestätige zweimal, um die Gefahr zu melden oder zu bestätigen. Das heißt also, ich soll hier aktiv mitwirken. Ich sehe gerade, ich habe auf Großbild. Ich soll hier aktiv mitwirken. Diese Mitwirken sichert natürlich die Zuverlässigkeit der Daten und hat den Vorteil, dass natürlich andere User davon partizipieren können. Ich bin quasi jetzt ein Teil der großen ONO-Gemeinde. Jetzt sehe ich hier noch zwei andere Symbole, da klicken wir mal drauf. Hier ist so der Kreis, da irgendwie passiert da nichts. Okay. Was soll mir das sagen? Okay. Dann haben wir noch die so ein Zahnrädchen, das ist ja meistens für Einstellungen. Ah, hier kann ich festlegen, verschiedene Einstellungen, ob ich vor Blitzern gewarnt werden soll oder vor Gefahr, dann wann ich gewarnt werden will, in Sekunden, 20 Sekunden, 30, 45, 90. Testen und Testen der Ton- und Lichtsignale kann ich jetzt hier machen. Dann gucken wir mal, Blitzertest. Aha, also Blitzer ist blau mit, muss ich euch hier nochmal zeigen, wartet. Blitzer ist blau mit so einem Doppelwarnton, dann die Gefahr. Rot, das ist gut, also das ist ja schon mal sehr gut. Da kann man hier aus, leise, normal, laut. Ich mache jetzt mal auf laut. Ah, super. Also ich denke, laut ist sicherlich ratsam. Was natürlich ein bisschen schade ist, dass es der gleiche Ton ist, denn ich muss ja quasi immer da drauf gucken, um zu sehen, um welche Gefahr es sich jetzt handelt. Ich hätte da mir einen anderen Ton gewünscht, aber man kann ja letztendlich nicht alles haben. So, und jetzt sehen wir hier, dass der Ono permanent blinkt und soll auch im Hintergrund funktionieren. Das heißt, also jetzt habe ich im Grunde genommen die Funktion sichergestellt. So, bevor wir das gute Teil jetzt dann im Auto testen, ich werde also das nicht selber testen, denn wir werden die Situation ist folgendes, dass es ja in Deutschland in der Form nicht erlaubt ist, denn
Es gibt, ist ja quasi ein Gerät, was dazu bestimmt ist, uns vor Gefahren und Radar zu warnen. Die sind dann nicht erlaubt. Dazu möchte ich aber jetzt nicht viel mehr sagen, sondern ich zeige euch vom lieben Christoph Solmecke, unserem bekannten YouTube-Anwalt, zeige ich euch jetzt einen schönen Ausschnitt, wo er das Thema ganz kurz erläutert. Nach dem Ausschnitt sehen wir uns dann wieder. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und der eine oder andere kennt von euch die Blitzer-Apps, die man sich aus jedem App-Store eigentlich runterladen kann. Die funktionieren so, dass man dort eine Fahrtroute eingibt und dann direkt ersichtlich ist, wo denn aktuell Blitzgeräte seitens der Polizei aufgestellt worden sind. Super Sache, kann man sich denken, aber ist diese Sache eigentlich erlaubt als eine von vielen Tricks, die man gegen Blitzer tun kann? Schauen wir mal rein in § 23 der Straßenverkehrsordnung. Dort heißt es, wer ein Fahrzeug führt, darf ein technisches Gerät nicht betreiben, das bestimmt ist, Verkehrsüberwachungsmaßnahmen anzuzeigen. Naja, und genau dafür ist es gedacht. Man soll diese Verkehrsüberwachungsmaßnahmen anzeigen. Mit so einer Blitzer-App macht man das dann entgegen der Straßenverkehrsordnung, muss man mit 75 Euro Bußgeld oder einem Punkt in Flensburg rechnen. Zwar kann man jetzt noch argumentieren, naja, es sind ja nur Apps, das ganze Gerät ist ja eben nicht dafür geeignet. Da muss ich aber sagen, die Mehrheit der Gerichte sagen, das macht nichts. Selbst wenn man ein Gerät, was eigentlich für was anderes gedacht ist, wie ein Handy, dann daraufhin umfunktioniert, sagt zum Beispiel das Oberlandesgericht Celle und auch das Oberlandesgericht Rostock, ist gegen diese Norm verstoßen worden. Doch es gibt eine Hintertür. Ich kann natürlich von meinem Beifahrer gewarnt werden, wenn der irgendwo einen Blitzer sieht. Manche Juristen sagen, was natürlich nicht geht, ist, dass der Beifahrer auch jetzt die Blitzer-App anhat und mir dann sagt, was er dort gesehen hat. Aber das wisst ihr als Fahrer ja nicht unbedingt, was der Beifahrer da so an Informationen in seinem Kopfhörer vielleicht zusammenträgt. Fakt ist, ihr als Fahrer dürft eben diese Blitzer-Apps nicht betreiben. Der Beifahrer dürfte das schon. Und es gibt ehrlicherweise kein Urteil, was dann sagt, okay, wenn der Beifahrer es dann dem Fahrer weitergesagt hat, dann gibt es ein Problem. Und das ist auch ehrlicherweise nicht der Straßenverkehrsordnung so zu entnehmen, dass der Beifahrer das nicht betreiben darf. Also das wäre da eine Umgehung, die man sich vorstellen könnte. Ja, jetzt habt ihr gesehen, worum es geht. Ich möchte diese wunderbaren Erläuterungen nicht weiter erläutern, weil ich bin ja kein Rechtsanwalt. Das heißt, hier muss sich jeder selber ein Bild machen. Um das Gerät zu testen, müssen wir allerdings damit fahren. So, ich werde es aber nicht nutzen, ich werde es nicht fahren. Das heißt, es wird ein Bekannter von mir, der wird im Grunde genommen die Tests machen. Ich werde euch dann über das Ergebnis berichten bei dem Fahren. Und am besten würde ich sagen, schaut einfach mal. Ja, man kann das Onno an verschiedenen Stellen im Auto anbringen. Idealerweise wahrscheinlich irgendwo aufkleben, damit es eine feste Position hat. Hier wurde es jetzt einfach in so ein Fach reingelegt, damit man es dann dennoch sehen kann. Interessant ist, dass es erkennt, wenn man in die Nähe kommt bzw. ins Auto einsteigt, dann wird der Ruhemodus wohl deaktiviert. Dann gibt es einen kurzen Piepton und man sieht, dass das Gerät aktiv ist. Dann blinkt es in regelmäßigen Abständen grün, so ein Doppellicht, um wahrscheinlich zu zeigen, dass dann hier alles okay ist. Wenn man sich dann der Gefahrenstelle nähert, das konnte man ja in den Einstellungen sehen, dann wird dann zum richtigen Zeitpunkt, in meinem Fall wurde ja hier 30 Sekunden eingestellt, der Warnton gegeben. Ja, hier wurde bewusst an einer Stelle vorbeigefahren, die bekannt ist, um tatsächlich hier mal zu simulieren, ob der Onno auch richtig gut funktioniert. Und ich denke, das haben wir hiermit bewiesen. Zusätzlich soll man jetzt dann mit einem Knopfdruck auf den Onno noch bestätigen, dass diese Warn- oder Blitzerstelle auch tatsächlich existiert. Und dann wird auch kurz an der App angezeigt, dass sich Onno dafür bedankt, dass du mitgearbeitet hast.
Ja, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gut gefallen. Sollte euch das Video gut gefallen haben, dann bitte natürlich Daumen rauf, wie immer. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Ganz wichtig für uns. Ja, ansonsten habt ihr Fragen unten in die Kommentarfunktion. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.